Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und wollten... Ich hab's wieder vergessen. Wir wollten bestimmt Geld machen. Die gute alte Mr. Krabs-Logik, okay? Es geht nämlich nur um Geld. So. Genau, wir wollten auch eine Huhnfarm bauen, glaube ich. Das war die Sache. Oh, schaut euch das an. Oh. Wir haben das letzte Mal ein paar Sachen geupgradet, was unser Equipment angeht. Meine Fresse, da machen wir echt gut Kohle, ey. Dann können wir uns ja weiter in den neuen Bereich sogar schon kaufen, den wir letztens auch gefunden haben erst. Naja, was ist das hier in dieser Folge? Keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Oh, die sind ja noch nicht toll gewachsen. Oh. Wir müssten, glaube ich, eine Bewässerungsdings erstmal holen, oder? Wäre das nützlich? Boah, das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Sprinkleranlage. Fruchtbarer Boden enthält Kompost aus dem Moosbett. Mineralien führt dazu, dass Feldfrüchte immer maximalen Ertrag bringen. Okay, holen wir das. Und hierfür auch, ja. Weil wir haben nämlich letztes Mal, in der letzten Folge, uns Glühwürmchen-Slimes geholt. Die schönen sind hier. Und chillen. Und haben noch nichts zu essen, weil wir die noch... Weil wir für die noch Essen besorgen müssen. Was ist hier eigentlich? Da können wir noch gar nicht rauf. Mal sehen, was das noch so bringt. Naja. So, ich werde doch direkt... Hey, was machst denn du hier? Junger Mann. Ab ins Gehege. Ich werde mal pennen gehen. Weil es ist schon wieder dunkel. Bis zum Morgen schlafen. So. Ein paar Mangos sind gewachsen. So soll das. Und da sind noch mehr gewachsen. Die holen wir uns auch gleich. Ah, warte mal. Haben wir hier schon die Hühner reingemacht? Ja, okay. Ich verstehe die. So, ja, ihr kriegt jetzt was zu essen. Meine Fresse. Wir machen auf... Dings. Auf zwei. Boah, hier liegt noch so viel rum. Habe ich gar nicht... Hab ich voll vergessen, ey. So. Boah, die geben so gut, ne? Die geben so gut viel Plot. Das ist wunderschön. Obwohl wir das nicht mal uns den Aufwand machen müssen, das Ganze einzusammeln manuell. Weil wir haben eigentlich dafür einen Sammler hier. Boah, wir werden mal so reich, ne? Also, ey. Die fliegt gleich raus, Alter. Die machen mir zu viel Schaden. Wie viel bringt die zurzeit? 30. Oh. Das ist eine Geldfolge. Ey, die wollen sich wirklich rausboosten. Schaut euch das an. Was für Säcke. Ich warte nur darauf, bis wir noch mehr einsammeln können. So. Oh, schaut euch das an. Wir machen so viel Kohle. Wir können uns wirklich gleich den neuen Bereich holen, wenn wir wollen. Frage ist, bringt uns das denn schon was? Weil an sich nicht wirklich, oder? Ah, komm, ein bisschen zu spät das Teil, aber... Ey. So. Die Musik in diesem Spiel. So, dann gehen wir auch mal unsere Glühwürmchen-Slimes füttern. Ey, ey, ey. Junger Mann. Ich behalte die im Auge. Ich sag's euch. So. Esst mal schön. Schaut euch sie an. Die sind so süß und sie leuchten so cool. Warten kurz, bis sie aufgegessen haben. Wie haben die nochmal gebracht? Ich glaube, das war gar nicht mal so viel, oder? Aber hey, jeder Plot hilft, ne? Jeder Plot hilft. So, wer nicht das noch essen? Genau.
Perfekt, danke. Phosphor Plort. Leuchtet Phosphor? Ha. Huh. Gerade zu dumm dafür. 21 Brüne, das geht sogar voll. Boah, wir sind schon gleich wirklich bei 5000. Alter. Oha, du. Oha. Und ihr habt auch noch was Neues gegeben. Ich komme hier ja gar nicht mehr aus meiner Ranch raus. Ja, und jetzt prahle ich damit noch und pass auf, irgendwann haben wir wieder einen Geldmangel. Und dann denke ich mir, hätte ich mal nicht prahlen sollen. Ich überlege gerade echt, ob wir den neuen Bereich kaufen. Aber bevor wir das machen, können wir noch ein bisschen erkunden. Ich würde mal echt gern wissen, wo der nächste große Slime ist, damit wir einen neuen Schlüssel bekommen. Das wäre nämlich sehr nützlich. Die essen schon wieder, ne? Ey, ich habe das Gefühl, dass wir die wirklich rauskicken. Also wenn wir einen neuen Slime finden, wissen wir schon mal, dass hier ein Gehege frei ist. Die machen mir zu viel Lärm. Oh, ich werde jetzt mal neu rausfischen. Dafür schon so ein richtiges Gefühl, ohne die Slimes einzusaugen. Also fast. Ohne sie einzusaugen. So. Das, denke ich, reicht noch nicht für die 5000, aber hey. Noch nicht ganz. Dann gehen wir erstmal erkunden. Hallöchen. Endlich mal rausgekommen aus der Ranch, ne? So. Ja, es wird's. Also, wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass man einfach über Gebiete auch rüberfliegen können, kann. Und das hätte ich jetzt, glaube ich, heute mal vor. Also, hier war, glaube ich, auch ein Schlüssel, den man brauchte. Also können wir theoretisch da nochmal versuchen rüber zu fliegen. Ja, ja, spawnt jetzt wieder, genau. Macht Schaden, wenn ihr wollt. So, genau. Können wir hier rüber fliegen, ist die Frage. Stellen wir uns mal irgendwie auf den höchsten Punkt drauf. Hier wäre, glaube ich, gut. Na komm, na komm, na komm. Na komm. Komm schon. Nein. Ich glaube, hier kommen wir nicht rüber. Mist. Okay. Wir haben ja noch zwei Türen, wo wir lang können. In der einen waren wir ja schon, letztes Mal. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Eigentlich müssen wir da nochmal hinfliegen, da gibt es bestimmt noch coole Sachen. Was ist mit dir los? Alter, dreht ein bisschen durch. Naja. So, dann gucken wir mal. Hier ging es dazu hin, ne? Also, wenn man hier rüber geflogen ist, oder? Ja. Die Geräusche, was? Okay. Also, aber krass eigentlich, ne, dass wir da rüber geflogen sind letztes Mal. Also es ist eigentlich auch voll easy. Aber mein ja nur. Gut, dass ich es getestet habe. Weil normalerweise belohnt mich das Spiel fürs Fliegen nicht. Also immer wenn ich irgendwie denke, oh, da könnte ein Easter Egg sein. Dann denkt sich das Spiel so, nö, könnte es nicht. Nein, nein, nein. Ugh, gut. Ja, da sind wir doch letztes Mal rübergeflogen. Sag nicht, das geht jetzt nicht mehr auf einmal. Und. Ha. Vielleicht darüber? Ah, ja, perfekt. Genau. Und hierfür bräuchten wir eigentlich einen Schlüssel. Oh, da gehen wir erstmal. Da gehen wir erstmal abwehren. Stirb. Schaut euch an, wie fertig sie davon sind. Die Teile sind echt nur zum Lesen, ne? Ja. Kann man da hinten auch noch hin? Weil dann, oha. Genau, hier ist noch ein großer Slime. Müssen wir Hühnchen für sammeln. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, ob Katzenslimes generell keinen Schlüssel droppen. Das wäre jetzt so mein Problem. Und genau, hier konnte man eigentlich auch noch hin. Aber das zu. Das wird also ein neuer Bereich für uns. Irgendwann mal. Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber geflogen. Ich sehe da so ein Teil. Aber die können wir immer noch nicht öffnen.
Naja, egal. Dann gucken wir mal in dem anderen Gebiet, ob wir da auch rüberfliegen können noch. Sorry, falls das gerade ein bisschen langweilig ist, weil ich nur teste, ob man da rüberfliegen kann. Aber ich will irgendwie neue Slimes finden. Und wir haben bisher noch keinen großen Slime gefunden, wo wir neuen Schlüssel von bekommen. Deswegen finde ich, das ist zurzeit tendenziell die beste Möglichkeit, dass wir das anstreben können, andere Slimes zu bekommen. Alter, schlagen mich die Viecher. So, du, bisschen noch fertig gemacht. Ein bisschen Kohle. Ey, so, das ist der Dank dafür. Weißt du, ich wehr die ab. Nee, das mache ich nicht mehr. Nicht mehr in dem Bereich. Mich doch verarschen, ey. So, und hier dürfen wir jetzt wieder hochfliegen können. Sobald sich unsere Energie auflädt, weil ich mir auf Nummer sicher gehen. So, perfekt. Hätten wir nicht mal aufladen müssen. Gut, dass es in dem Spiel keinen Fallschaden gibt, ne? Schaut euch an, ich bin Parkourmaster. Ich war ein Parkourmaster. Worte, die nicht alt geworden sind. So, genau hier gab es das andere Gebiet, das neue. Und das ist extrem interessant. Und wir können uns das fast leisten. Also, wir können es anstreben, würde ich sagen. Eigentlich, ja, lass es einfach machen, oder? Entweder in der Folge noch oder in der nächsten können wir es ja einfach mal machen. Wenn wir das Geld schon haben, so. Warum nicht? Sonst wären die Scheine eh nur flatterig in im Portemonnaie. Und das ist doch ein Investment. Ein Stück Land zu kaufen. Ich weiß gar nicht mal, wer uns das verkauft, weil so wie es aussieht, sind hier ja nur Slimes. Aber hey. Ich hoffe, das Gebiet leckt nicht wieder. Ist nämlich immer sehr viel los. Also wirklich viel. Was ist denn das hier? Warum war da gerade was Rotes? Einer der Slimes geblutet? Wer weiß. Ein Blutslime. Diese Pilze. So, haben wir das Gebiet denn schon komplett erkundet, ist die Frage. Hier sind wir rüber. Man könnte auf die Insel mal rauffliegen. Wo da hinten gibt es die Jäger-Slimes. Die könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Aber das Blöde ist halt wieder, dass sie Fleischfresser sind. Und das habe ich genau an der Stelle gesagt, vor zwei Folgen auch. Dass ich mir den Aufwand nicht machen möchte mit Hühnern eigentlich. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ah, die Honig-Slimes sind wirklich am besten eigentlich. Eigentlich müssen wir uns wirklich noch ein zweites Gehege holen mit denen. Weil die wirklich richtig gut Kohle bringen. Bisher noch. Gut, hier waren wir auch schon. Können wir noch ein paar Wasserslimes mitnehmen an sich? Die sind auch immer gut. Die bringen gut Kohle. Man muss sie nicht mal füttern. Also, die sind sehr... Die können sich sehr gut um sich selbst kümmern, sagen wir mal. Was Schönes. Die Stripküken brauchen wir nicht. Ja, wollen wir einfach noch ein paar Honigslimes mitnehmen? Ja, oder? Warum nicht? Dann kommen jetzt nämlich mal die Explosionsslimes raus und dann machen wir dann noch ein zweites Gehege mit, ja, mit Honigslimes. So, hier gab es doch noch irgendwo eine Tür, oder nicht? Also so war, so kommt es mir zumindest vor. Frage ist wo? Hier glaube ich nicht, oder? Hier konnte man auf jeden Fall rüber, aber ich glaube, da hat es angefangen mit den Jäger-Slimes. Gucken wir einfach mal. Ja, ja, da sind sie. Oha, die sind aber echt. Oh Gott. Stirb! Er ist wirklich gestorben. Er hat einfach geblutet. Meine Güte, ich bin so ein Mörder. Was soll das? Als ob ich mich nicht mehr in Erinnerung. Die knabbern schon wieder an mir rum. Diese kleinen Lümmel. Nein, nein. Okay, ich muss unbedingt aus dem Gebiet raus. Oh Gott. Das ist noch nicht für mich geschaffen.
Die knabbern zu doll an mir rum. Ich komme mir vor wie so eine Salzstange. Oh, was ist hier oben drin? Was ein langes Rohr. Ah, na gut. Hm. Naja, dann gehen wir mal wieder zurück, holen noch ein paar Honigslimes. Und dann sollten wir auch das neue Baugebiet freischalten können. Uah! Nein! Gott! Gott! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Was? Stirb! Nein! Nein! Stirb! Stirb! Ja, das verdient, Leute. Ja, das verdient. Gott, ey. Warte, was? Ich rate dir davon ab? Ich rate unbedingt dazu. Ich habe schon gedacht, da steht, ich rate dir ab. So, einfach so ein Todesbrief. So. Ich rate es dir ab, dass du dir Upgrades holst. Du wirst sowieso sterben. Ist doch schon wieder Nacht. Ich bin gleich wirklich tot. Naja, so ja. Aber wäre fast gestorben auf dieser Expedition. Gehen wir erstmal wieder nach Hause. Den einen einzigen Plot, den wir mitgenommen haben. Ey, sag mal. Der ist doch hier hinten schon wieder rumgesprungen. Der Sack. Gibt's ja nicht. Ich behalte. Euch behalte ich echt nicht mehr lange, ey. Kannst aber wissen. Den hier geht's echt gut. Das freut mich. Das war's einfach mal aus Sicherheit. Mach ich ein Fangnetz oben drüber, oder? Oh, da ist keiner von erwischt bisher. So, nehmen wir die Plots erst raus. Mal sehen, ob einer von denen wieder blusht. Oh, da hat einer geblusht. Gut. Sind sie nicht süß? Okay, jetzt sollten wir die 5000 gleich voll haben. Ja, tatsächlich. Aber das Gebiet werden wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge kaufen erst. Sorry, ja, wenn ihr jetzt schon drauf gespannt seid, aber hey. Sonst weiß ich nicht, was ich in der nächsten Folge machen soll. So. Dafür sammeln wir noch ein bisschen mehr Kohle. Alter, die fliegen wirklich bald raus. Das kannst du aber echt wissen, ja. So, haben die noch genug Mangos? Ja. Sehr schön. Heute war wirklich nur eine Farming-Runde. Wirklich. Heute ist nicht viel passiert. Aber hey, muss auch mal sein, ne? So eine Folgen müssen auch mal sein. Denke ich. Weil wenn es solche Folgen nicht geben würde, dann würde ich kein Geld verdienen in dem Spiel. So, die bekommen neue Minzmangos. Ja, sind schon fleißig am... Junger Mann, rein da. Die sind schon fleißig am Essen. Ey, die entfliehen mir wirklich gleich hier. Meine Fresse. Darf auf jeden Fall nicht in das Gehege hier kommen. Das wäre gefährlich, weil dann paaren die sich noch. Und ich sag mal, so große Magma-Slimes sind das Letzte, was ich haben möchte. So, für euch ist auch wieder Esstag. Ja, 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 ist ja gut. Oh, die geben auch ordentlich viel Plot, ne? Wenn man über nachdenkt. Auch sehr schön, eigentlich. Ja, mal gucken, ob wir das Gehege von denen mal upgraden. Ey. Junger Mann, junger Mann! Das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. Okay, wisst ihr was? Zum Abschluss dieser Folge sterben die jetzt. Tschüss. Pech gehabt. Ich möchte nicht riskieren, dass meine Honigslimes dadurch geschädigt werden, weil die bringen gut Kohle. Schaut euch unser Geld an. Aber, ganz ehrlich, damit endet diese Folge erstmal. Wir gehen noch schlafen, komm. Wir gehen noch schlafen.
Hiermit endet diese Folge erstmal. Schaut doch das nächste Mal wieder, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Slime Ranger. Wir kaufen das nächste Mal auf jeden Fall das Gebiet. Also bleibt das nächste Mal dabei. Ich kann gerade nicht reden, sorry. Aber ich bin echt froh, dass wir so viel Kohle gemacht haben. Naja, lasst eine Bewertung da, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!